in Kooperation mit dem Niederbayern-Forum. In Persona. Bei warmem Wetter wie heute ist der Klassiker immer ein leckeres und kühles Eis. Die Frage ist meistens nur, zu welcher Eisdiele geht man und wo gibt es denn jetzt das beste Eis? Das ist natürlich immer subjektiv und auch Geschmackssache. Was aber feststeht, das beliebteste Eis in ganz Bayern gibt es hier in Vilsbiburg und zwar bei Fräulein Brombeer. Das Gourmet-Magazin Falstaff hat nämlich eine Abstimmung gemacht und über 23% haben sich für Fräulein Brombeer entschieden. Wir besuchen die Betreiber heute einmal und schauen, ob es wirklich das beliebteste Eis ist und vor allem, was das Geheimnis hinter Fräulein Brombeer ist. Und genauso sieht es hier im Inneren aus, in Bayerns beliebtester Eisdiele bei Fräulein Brombeer hier in Vilsbiburg. Bei mir ist jetzt die Betreiberin, die Marina. Und wir stehen hier schon vor ganz vielen leckeren und auch fruchtigen Eissorten. Bevor wir aber über dieses Herzstück sprechen, würde ich sagen, sprechen wir über die Entstehungsgeschichte von Fräulein Brombeer. Denn die ist eigentlich genauso einzigartig wie das Eis, oder? Ja, also wir haben eigentlich eine Konditorei. Mhm. Und wir waren auf der Suche nach einer neuen Backstube, weil wir einfach ein bisschen mehr Platz brauchen. Und ja, dann hat sie einfach das Gebäude hier angeboten. Es war ursprünglich ein Schuhgeschäft. Und dann haben wir doch ein bisschen mehr Platz gehabt. Und dann haben wir gesagt, um die Mehrkosten zu tragen, vielleicht auch eine Überlegung, eine Eisdiele zu machen. Oder erst einmal eine Eisproduktion. Und ja, ist dann eine Eisdiele geworden und freut uns jetzt. Eine Eisdiele zu eröffnen erfordert ja auch sehr viel Mut, beziehungsweise man muss ja auch irgendwas Neues oder Innovatives machen, um sich von anderen Eisdielen abzuheben. Was habt ihr da am Anfang gemacht? Also ganz am Anfang war es das Weißbier-Eis. Das war sehr beliebt. Wir haben ja gesagt, es gibt keine Eröffnungsfeier, es gibt kein Freibier, dann machen wir einfach ein Weißbier-Eis. Okay, und so innovative Sorten, die macht ihr ja jetzt immer noch, beziehungsweise ihr geht da auch sehr auf die Kundenwünsche ein. Ihr habt so eine Wünschebox. Was sind da so die Verkaufsschlager, was sich die Kunden wünschen bei euch? Durch die Bank fruchtig, irgendwas mit Schokolade, Klassiker wie Raffaello oder ja. Das sind dann die Kundenwünsche, aber wie muss ein Eis jetzt für euch oder für dich persönlich schmecken? Natürlich. Okay. Es soll nach dem schmecken, was da draufsteht. Es sollen keine Aromen drin sein, es sollen keine Zusatzstoffe drin sein, keine Farbstoffe. Und es ist uns wichtig, dass, wenn ich Erdbeere drin habe, und soll es auch drin sein. Mm, okay. Und wie genau ihr das macht, das schauen wir uns jetzt an, denn nebenan ist direkt die Eisproduktion. Und ich würde sagen, da schauen wir euch jetzt mal über die Schulter. Ja. Super. Genau hier im Nebenraum findet sich dann auch das Erfolgsrezept von Bayerns beliebtester Eisdiele. Der Geschmack, den das Eis hat oder den Namen, den es hat, dass der einfach von der Frucht kommt und nicht von irgendeiner Fruchtpaste, die man reinschmiert. Genau, das ist so unser Credo, sage ich mal, dass wir da einfach natürliche Stoffe verarbeiten und dass da einfach ein ordentliches Ergebnis dabei rauskommt. Der Titel Bayerns beliebteste Eisdiele vom Falstaff Gourmet Magazin bedeutet Marina und Fabian enorm viel. Denn für sie ist es über den Titel hinaus auch eine tolle Bestätigung für ihre harte Arbeit. Also wir waren zu Anfang erstmal sehr überrascht, dass wir hatten da gerade mal 4 Monate offen, dass wir da hier in Vilsbiburg und Umland wirklich so viele Leute schon von uns überzeugen konnten. Das hat uns natürlich sehr gefreut und ehrt uns natürlich auch. Frische Zutaten, ein offenes Ohr für die Kunden, regionale Partner und vor allem Liebe für das eigene Produkt. Bei Fräulein Brombeer in Vilsbiburg spielen all diese Faktoren zusammen, um von den Kunden dann im Gegenzug ein hochzufriedenes Lächeln zurückzubekommen, die oftmals, bereits noch bevor die Eisdiele überhaupt öffnet, schon sehnsüchtig warten. In Kooperation mit dem Niederbayern-Forum.